Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Schutz ist unser Thema. Anlagenschutz. Heute sprechen wir über ein Element, was unsere Anlage schützen kann. Wir sprechen über die sogenannte Sicherung oder Schmelzsicherung, um genauer zu sein. Nun, wir haben schon gesagt, ja, besteht die Gefahr, dass ein Draht zu heiß wird und der dann dort Feuer verursacht und so weiter. Jetzt wäre die Idee der Sicherung diese, eine künstliche Schwachstelle in diesen Stromkreis einzubauen, der ihm als erstes ausfällt. Okay? Also ich baue bewusst ein dünnes Stück Leiterdraht ein, welches mitten im Stromkreis drin liegt. Und wenn es dann wirklich zu einem Überstrom kommt, wird es genau dort heiß, weil dort habe ich den größten Widerstand und dort wird es heiß. Dann schmilzt dieser Draht. Und unterbricht, wenn der Draht einmal weggeschmolzen ist, dann ist der Stromkreis unterbrochen. Das ist die Idee, also eine künstliche Schwachstelle, die ich dann auch leicht austauschen kann. Dann kann ich die Ursache des Überstroms beseitigen, dann verwende ich eine neue Sicherung, ein neues dünnes Drahtstück und bitte eine, die hineinpasst, ja, und nicht einen 100er Nagel reinstopfen, weil dann ist die Sicherung wieder, okay, dann brennt es wieder. Ja, also eine Sicherung an und für sich, schauen wir uns das an, wie das im Prinzip aufgebaut ist. Jetzt konstruktiv schauen wir uns ja noch ein paar Beispiele an, aber im Prinzip haben wir ein wirklich dünnes Drahtstück. Und das Drahtstück ist halt gerade so dünn, dass es den sogenannten Nennstrom auch transportieren kann. Da wird es halt nicht heiß. Dann habe ich auf der einen Seite hier einen Anschluss, der da leitend verbunden ist. Auf der anderen Seite habe ich hier einen Anschluss, der da leitend verbunden ist. Ja. Und dann habe ich noch irgendein Material, ja, was das trägt im Endeffekt. Ja. Jetzt habe ich das praktisch aufgeschnitten hier. Da ein Röhrchen oder irgendwas aus einem isolierenden Material, das die zwei Anschlüsse voneinander isoliert. Ja? Und das war's. Mehr brauchen wir nicht. Und wenn es heiß wird, dann wird es hier drinnen heiß, in diesem dünnen Drahtstück, der schmilzt, das schmilzt und unterbricht den Stromfluss. Okay? Und je nachdem, wie dick der Draht ist, kann ich mir aussuchen, bei welchem Strom das passiert. Es ist natürlich schon so, dass das heiß werden muss. Das heißt, es gibt einen gewissen Nennstrom. Ja? Das heißt, die Dicke des Drahtes ist abhängig vom Nennstrom. Dicke, mehr Nennstrom. Und es ist natürlich bitte schon so, gell, dass wenn jetzt der Nennstrom rennt, soll es erhalten. Ja? Also wenn ich will, dass der 12 Ampere, sagen wir, hat 12 Ampere Nennstrom und es rennen 12 Ampere drüber, dann soll es nicht einfach irgendwann ausschalten. Aber es geht natürlich nicht, dass es bei 12 Ampere hält und bei 12,01 Ampere ausfällt, so heiß wird, dass es schmilzt. Ja? Es geht einfach nicht. Okay? Deswegen muss man da gewisse Kompromisse eingehen, man muss gewisse Überströme tolerieren, ja? Und deswegen gibt es auch verschiedene Charakteristiken von solchen Sicherungen. Ja? Welche, die halt mit dem Material gefertigt sind, was relativ flott oder plötzlich flüssig wird, welche, die relativ träge sind in den Ansprechverhalten, so heißt das dann auch. Und je nach Sicherungstyp teilen wir das in verschiedene Klassen ein, okay? Also, so funktioniert prinzipiell eine Sicherung. Ich habe jetzt da ein paar typische Sicherungen mitgenommen. Schauen wir uns das an. Also da haben wir hier zum Beispiel eine Glasrohrsicherung. Eine Feinsicherung, eine sogenannte Feinsicherung, die im Prinzip ganz genauso ausschaut, wie ich da das Prinzip aufgezeichnet habe.
was ist denn da los? Heißt, hängt der Tisch oder was? Dann habe ich hier ebenfalls die gleiche Größe, nur hat die ein Keramikgehäuse, aber da ist die ist auch Sand gefüllt. Okay, da ist ja Luft drin, wie man sieht, und den Draht. Und die ist Sand gefüllt, die hat ein höheres sogenanntes Ausschaltvermögen. Das heißt, die kann höhere Ströme ausschalten. Die da kann sein, dass das Blatt verdampft und dann trotzdem nur leitet. Genau sowas habe ich da in groß auch noch einmal. Ja. Und dann haben wir noch sowas, was man üblicherweise im Sicherungskasten hat, NeoZ-Sicherungen. Aber im Prinzip sehen wir, die schauen eigentlich alle gleich aus. Mechanisch sind sie ein bisschen unterschiedlich geformt. Und das war's. Ja. Also, fangen wir vielleicht einmal mit dieser Sicherung an. Ich werde es versuchen, hier genauer. Schauen wir mal, was da drauf steht. Ja, was steht da drauf alles? 25 Ampere. Okay, 25 Ampere haben wir, das ist der Nennstrom. Ja. Und dann, was auch ebenfalls interessant ist, ist da der Betriebsbereich, also 200, was steht da? 400 Volt Wechselspannung, 250 Volt Gleichspannung. Und das GL und GG steht da drauf. GL und GG. Was das wieder heißen soll, das werde ich gleich erklären. Ja. So schaut das aus. Die zwei Anschlüsse da drüben, man steckt es dann üblicherweise hier in so einen Träger hinein, klack, und kann es nachher einschrauben, dann ist da unten Anschluss, da Anschluss und das war's. Okay? Das steckt noch im Sicherungskasten irgendwo drinnen. Da gibt's nur so ein kleines Pumpfer, wie man sieht, das eine Sicherung, die intakt ist. Sollte der Draht da drinnen schmelzen, dann fällt das raus und dann sieht man da ein Loch rein. So schaut das aus. Also das ist eine sogenannte NeoZ-Sicherung. NeoZ-Sicherung. Wie gesagt, was haben wir da gesehen? GLGG. NeoZ-Sicherung. Was haben wir da? 10 Ampere, ja, 1000 Volt. Oder ist das zu hell? 10 Ampere, 1000 Volt. Das hier ist übrigens das Symbol der Sicherung. Das wir nachher auch noch aufzeichnen. So ein Widerstand mit einem Strich durch praktisch. Okay. Und hier sehen wir hier die Angabe AR. Ja, also da ist nicht GL oder GG, da ist AR. Ja. Wie gesagt, werden wir uns ja nachher anschauen, was das wirklich bedeuten soll. AR. Ja. Und dann haben wir noch diese Sicherungen hier, kann man hier irgendwie erkennen, dass da ein Draht drinnen ist? Nein, der ist viel zu dünn. Der ist viel zu dünn. Und das glänzt so. Ah ja. Bissel kann man es vielleicht erahnen, dass hier eben so schräg geht der durch, der Draht. So sieht man vielleicht ein bisschen. Ja, also da ist dieser Draht drinnen, das sieht man ganz gut. Ja, das ist eine Feinsicherung, eine flinke, sogenannte flinke Feinsicherung. Das muss ja da irgendwo draufstehen. Da FF 1 Ampere steht da. Ja, also das ist eine 1 Ampere Sicherung. Die ist ebenfalls eine 1 Ampere Sicherung. Wo ist das? Eine Träge, das steht hier auch irgendwo drauf. Wo steht das da? T1. Ja. Ja, ich meine, das schaut jetzt nicht extrem spannend aus. Sondern im Gegenteil, das ist einfach ein Wusel. Ja. Feinsicherung. Diese kleinen Dinge hier heißen Feinsicherung. Das ist eine sogenannte NeoZ-Sicherung. Das ist eine Gerätesicherung. So, jetzt schauen wir sie an, was da passiert. Wieder scharf stellen. Dem Autofokus vertraue ich nicht mehr. Jetzt schauen wir sie an, was das bedeutet. Also hier bei diesen zwei Niederspannungssicherungen hier haben wir ja zwei Buchstaben gesehen, ja? Einen Kleinbuchstaben zu Beginn und einen Großbuchstaben am Ende. Ja? Der Kleinbuchstabe zu Beginn, da gibt es zwei verschiedene. Da gibt es ein A, ich schreibe aber auch auf Niederspannungssicherungen. Ja?
Niederspannungssicherung. In Kfz sind übrigens auch Sicherungen drin, die schauen ein bisschen anders aus. Also zwei Buchstaben, da gibt es ein A und ein G zu Beginn. Ja. Das A heißt Teilbereichsschutz. Und das G heißt Gesamtbereich, ja, oder Ganzbereich. Gut, was soll das jetzt wieder heißen? Der da schützt nur gegen Kurzschluss. Also wenn es wirklich, wirklich hohe Ströme sind, ja, buh, Kurzschluss. Und der da schützt gegen Kurzschluss und Überstrom. Okay, das ist der erste Buchstabe. Wie gesagt, also da war das ein G, also das Ganzbereich, und da ist das A, das ist ein Teilbereich. Das schützt gegen Kurzschluss und das schützt da gegen moderate Überströme. Okay, und der zweite Buchstabe gibt es zum Beispiel ein G, das heißt, das ist General Application. Ja. Also einfach Wald- und Wiesensicherung, allgemeine Anwendung. Früher das Kassen, früher das Kassen L, ja, Leitungsschutz. Deswegen steht das dann noch immer drauf, GLGG. Ja. Früher war das eine L-Sicherung. General Application. Gut, und dann gibt es ein M, das ist der Motorschutz. Das ist für Schaltgeräte. Ne? Die heute hat ein bisschen mehr Überströme und so weiter aus. M, andere Charakteristik einfach. Ja. Dann gibt es ein R, so wie das hier ist. Ja. Das heißt Rectifier. Halbleiter. Die ist schnell genug, dass sie Halbleiter schützt. Halbleiter sind da relativ empfindlich. Also das R kommt von Rectifier, also eigentlich Gleichrichter. Ja, aber im Prinzip ist er Halbleiterschutz. Okay. Dann gab es nur, ich muss da immer ein bisschen schauen, ob ich irgendein Blödsinn aufschreibe, B, ja, Bergbau. Und TR, Transformator. Und bei den ER gibt es noch ein S, das ist ebenfalls ein Halbleiterschutz, aber der schützt die Leitungen auch gleich mit. Okay? Das ist bei den Niederspannungssicherungen. Das sind diese, das waren die zwar. Die Feinsicherungen, wie die sind hier, da gibt es verschiedene Arten, da gibt es halt Superträge, da gibt es TTs, ja, Superträge. Da gibt es die Ts, die Trägen. Da gibt es die F, die Flinken. Und da gibt es die FF, die Superflinken. Das ist einfach, wie schnell schalten die aus. Okay, wie schnell schalten die aus? Das ist definiert beim zehnfachen Nennstrom. Ja. Zehnfacher Nennstrom. Die Superflinkensicherungen, schreibe da 10 mal IN, Superflinkensicherungen 10 Millisekunden ausgeschalten. Ja. Die sind 30 Millisekunden, die sind 100 bis 300 steht da. Und die schaue ich auch noch nach, 300 Millisekunden oder 3 Sekunden. Ja. Und da gibt es die Mittelträgen, die sind halt bei 50 etwa. Ja. Feinsicherungen sind die Dinger. Ja, so funktionieren also Sicherungen. Wie gesagt, es gibt auch Sicherungen, große Sicherungen, wirklich große, die also wofür große Ströme drinnen,
zeige ein Foto her, wie das ausschaut, so Stecksicherungen und so weiter. Ja, aber das Prinzip, das Wirkprinzip sollte hoffentlich klar sein, wie das funktioniert mit so Feinsicherungen, mit so Schmelzsicherungen. Dieses Wirkprinzip bedingt aber auch, dass die Geräte, die hinter solche Sicherungen hängen, durchaus einen x-fachen Nennstrom und sie brauchen auch Zeit, bis sie ausschalten. Ja? Und wenn da zum Beispiel Superträgersicherungen 3 Sekunden bei 10-fachen Nennstrom, das ist schon was. Ja? Ja, und außerdem, ich meine, wenn es hier ist, ist es hin, muss ich austauschen. Okay? Das nächste Mal sprechen wir über sogenannte Automaten, heißt Sicherungsautomat. Eigentlich heißt das Leitungsschutzschalter. Wie die funktionieren, das sind so Dinge, die man normalerweise im Sicherungskasten hat, die man so wieder einschalten kann. Gibt es zwei verschiedene, gibt es einen Fehlerstromschutzschalter, der hat eigentlich nichts mit einem Anlagenschutz zu tun. Das kommt nachher beim Personenschutz. Aber wir sprechen über die Sicherungen, ja, die so landläufig sicher oder Sicherungsautomaten, Leitungsschutzschalter. Nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.